Ja, hallo liebe Papageienfreunde. Mein Name ist Heike Wunst. Wir sind heute wieder im Papageiencafé, im Papageienpark. Und wie ihr seht, wir können auch klein. Wir haben zwar hier gerade einen Feinkakadu sitzen, aber daneben sitzt ein kleiner Sonnenwittchen. Eine ganz kleine süße Maus. Und wenn der Hubert sich mal einen Augenblick dreht, dann kann man auch sehen, dass die hier zu zweit sind. Das ist nämlich die erste Botschaft, die ich euch geben möchte, wenn ihr diese Tiere halten wollt, die etwas kleiner sind. Bitte, bitte, paarweise. Männchen mit Weibchen der gleichen Art und Unterart. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch in dieser Voliere für Papageien haben. Und hier seht ihr einen kleinen Meyers-Papagei. Der findet meine Fingernägel ganz toll. Die kriegt ihr jetzt nicht. Und meine meine Corona-Regel, das macht man nicht. Die hält man übrigens auch paarweise. Die brauchen natürlich große Volieren, damit die Tiere sich auch wohlfühlen. Es ist halt eine andere Kategorie als Wellensittiche. Wellensittiche sind ja sehr klein, ne? Meine Nase. Und die kann man dann übrigens auch in großen Schwärmen halten, die Wellensittiche. Die leben ja da, wo die herkommen, auch in sehr, sehr großen Schwärmen. Und das sind, die meisten wissen das gar nicht, Wüstenbewohner. Du meine Maus, du nicht. Du kommst aus Afrika, ne? Da gibt es eine Wüste. Ja, und da haben wir den Partner. Schönen guten Tag. Hallo meine Mäuse. Ist das nicht herrlich, wenn man die Tiere paarweise hält? Also niemals einzeln halt. Ja? Und wie schön ist das herrlich? Jetzt haben wir da drei verschiedene Kontinente. Cool. Und nach Deutschland mit dabei. Der Hubi kommt nämlich aus Deutschland. Guck mal da. Das ist ein Kuschel. Wir haben natürlich auch Wellensittiche im Verkauf, und da ist es eben auch wichtig, dass die Tiere nicht einzugehalten werden. Weil auch diese Tiere möchten gerne in einer Gesellschaft leben, also mindestens zwei Tiere. Wir haben ganz häufig Anfragen von Familien mit kleinen Kindern, die fragen, Mensch, wir möchten für die Kinder einen Papagei haben, was wäre denn da so eine Anfängervogel? Da sage ich immer, eigentlich gibt es keine Anfänger. Weil selbst ein Anfängervogel würde mindestens 20, 25 Jahre leben. Und das ist ja ein großer Teil des Lebens, den man da mit diesem Tier ja schon zusammenlebt, mit den Tieren. Deswegen ist es wichtig, dass man sich von Anfang an für die richtige Art und Unterart entscheidet. Das heißt, wenn ein Kind ein Haustier haben möchte, muss komplett die ganze Familie dahinter stecken. Hier ist immer irgendwas los. Hier ist keine Langeweile. Also, wenn ihr uns mal besuchen kommen wollt und euch vielleicht zu Sittichen, zu kleineren Tierarten informieren wollt, gerne kurz vor einem Termin mit mir vereinbaren. Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Ich hoffe, dass wir weiterhin so schön viel Spaß mit unseren Tieren haben werden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt.